Wie ist dann eigentlich... Was für ein Wunderschön. Also das kann so wirklich gut, ne, diese Übergänge. Zusammenfassen. Also, das ist der Wahnsinn. Was soll das? Also ja. Dieser Podcast, der wird einfach... Ein Hammer. Ich freue mich so sehr auf diese ganzen Folgen. Ein Stück Holz mit Metall vorne dran. Was? Ein Hammer. Aloha allerseits und herzlich willkommen zu deinem Podcast für heitere Gelassenheit. Mein Name ist Pia und ich freue mich, dich auf deinem Weg zu mehr Freude und Leichtigkeit im Sein begleiten zu dürfen. Ja, schön, oder? Wenn der erste Ausschlag schon gleich so groß ist, dass vermutlich der Tontechniker einen Herzinfarkt bekommt, sich denkt, das muss ich erstmal rausschneiden. Herzlich willkommen, einen wunderschönen, zuckerschönen, zauberhaften Tag. Juhu! Zu dieser exorbitanten Folge von Gemeinsam eigenartig. Geil. Und heute im Talk mit euch Torben und Minnesota. Hi. Ja, ich bin Torben. Ich bin Minnesota. Und warum das so ist, das werdet ihr heute vielleicht im Laufe dieser Folge noch erfahren. Vielleicht vergessen wir das aber auch. Das ist richtig. Das könnte auch einfach untergehen. Ja, weil das Leben halt einfach passiert. Und jetzt gerade, falls ihr euch fragt, wie das zustande kommt, dass ich jetzt hier so rumquatsche. Ich sitze auf Mallorca, es ist Juli, es ist eigentlich nichts los hier auf der Insel und eigentlich wäre ich jetzt hier für eine Fitness-Event-Woche gebucht gewesen in einem Hotel. Da aber die Welt gerade so ist, wie sie ist, hat sie mich beschenkt mit einer Woche Urlaub. Und mir. Ja, richtig. Zu dir komme ich nämlich jetzt. Also, ich bin auf Mallorca und ich wohne in einer wunderschönen kleinen Casita bei meiner lieben Freundin Sarah, die einige von euch auch unter dem Namen Lexi vielleicht schon kennen, aus Social Media oder auch aus dem echten, wahren Real Life quasi. Wir sitzen hier und genießen das Leben, machen tolle Sachen und für mich war völlig klar, dass sobald ich auf die Insel komme, wir auf jeden Fall auch ein Podcast-Talk aufnehmen werden, weil es einfach... zum Thema heitere Gelassenheit eigentlich niemanden gibt in meinem Leben, mit dem ich die so teile wie mit dir. Oh. Und deswegen darf ich euch präsentieren meine andere Seite. Die einzigartige one and only, here and now, always, today, ahora, Sarah Lexen. Naja, eher nicht. Hallo alle zusammen. Oder wie du immer so schön sagst, Aloha alle. Also ja, nicht wahr? Schön. So, hier sitzen wir also auf deiner wunderschönen Matratze unter dem Prinzessinnendach. Ja, ganz wichtig. Ja. Es gibt hier nämlich ein Prinzessinnendach, weil Moskitos können uns nichts. Nee. Die mögen keine Prinzessin. Nee, richtig. Was gut ist für uns. Richtig. Ja. Also es ist wunderschön, dich bei mir zu haben und wir sitzen gerade mitten in der Casita im Hauptraum, der jetzt schön renoviert wurde und strahlt. Ja, wer hat das denn renoviert? Fangen wir doch mal so an. Wer hat das renoviert? Die Sarah hat das renoviert, die Lexi. Viele sind manchmal verwirrt wegen dem Namen und ich sage, sie dürfen mich nennen, wie sie möchten. Das ist doch schon mal schön, du oder? Du hast es auch so. Ich mache das auch manchmal so und manchmal so. Richtig. Gesagt habe ich jetzt Sarah. Ja, genau. Sarah ist nämlich auch Malermeisterin, unter anderem. Also dieses Thema auch, was machst du eigentlich? Kriegst du die Frage öfter gestellt? Ich kriege die Frage sehr oft gestellt. Und es ist immer wieder schön, neu darauf zu antworten, weil sich immer wieder so viel tut und auch bewegt. Und es immer irgendwie anders ist, wenn jemand mich fragt. Und genauso bin ich auch. Und ich mache einfach das, was mir Spaß macht. Ja, super. Und ich glaube, deswegen haben wir uns auch gefunden, weil wir einfach beide das machen, was wir wollen. Richtig. Pipi Langstrumpf halt. Ja, so. Zwei Pipis. Ja, zwei Pipis. Oder ich bin das Pferd. Oder das Äffchen. Ich kann auch gerne das Äffchen sein. Das Äffchen. Herr Nilsson ist der Affe. Ja, Frau Nilsson dann. Frau Nilsson. Und wie heißt das Pferd nochmal? Der kleine Onkel. Richtig. Der kleine Onkel. Okay. Haben wir das auch geklärt, nur falls ihr euch mal wieder gefragt haben solltet. Also, wir zwei, um das mal kurz so zum Einstieg vielleicht, ne, das ist ja jetzt auch so ein bisschen herausfordernd. Also, wie ihr wisst, meine Folgen sind immer One-Takes. Da gibt es da wird nichts geschnitten. Ihr schaltet rein, ihr hört es euch an und so ist das Leben. Das Leben ist auch ohne Schnitt und deswegen gibt es das hier in einem Stück. Für alle, die Sarah, aka Lexi, aka Minnesota, noch nicht kennen,
Wir haben uns kennengelernt hier auf der Insel auf Mallorca, weswegen es auch so toll ist, dass wir jetzt hier zusammen dieses Gespräch aufnehmen können. Und zwar war es Anno Domini 2016. Richtig. Ich glaube im Juni, du glaubst eher im Mai. Aber wir könnten auch beide einfach falsch liegen. Wir könnten auch beide falsch liegen. Könnte auch einfach irgendwann im... Ja. Ja. So. Ja. Also da hat keiner einen Anspruch drauf, dass das wirklich so ist. Nee. Aber 2016, das weiß ich noch. Das ist richtig. Richtig. Und da haben wir uns kennengelernt in einer CrossFit-Box hier auf Mallorca. Burpees haben wir ganz viele zusammen. Wir haben ganz viele Burpees zusammen gemacht. Mhm. Und ganz spannendes Thema damals. Was war eigentlich dein erster Eindruck? Großartig. Das war einfach so lustig, jetzt auch nochmal darüber nachzudenken. Also ich weiß, ich kann mich so genau daran erinnern. Ihr wart, du und Domi, ja, deine Trainingspartner. Ja. ihr kamt dorthin und ich glaube, wir haben uns erst wirklich an der Theke danach, nach dem Training, wie das ganz oft so ist, es kommen ja alle in diese Box rein und dann fängt jeder an, sich schon zu bewegen und ist hyper und möchte einfach nur 30.000 Burpees machen und 10-mal irgendwie auf die Box springen oder so. Nachdem diese Energie und Power dann rausgelassen wurde, haben wir dann an der Theke einen Shake zusammen getrunken. Ja, was war das nochmal? Es war richtig geil mit Erdnuss, Butter und Banane oder so, ne? Und ein paar Blaubeeren rein und so. Ja. Oh, großartig. Ja, nein, wir haben noch nichts gegessen, falls ihr euch jetzt fragt. Nee. Okay. Nee, noch nicht. Aber werden wir? Werden wir. Oh ja. Oh. Wenn ihr wüsstet, wo wir frühstücken gehen. Das werden wir wahrscheinlich irgendwann. Wir werden es euch vielleicht verraten. Richtig, teilen, ja. Und an dieser Theke mit diesem Shake habe ich genau noch im Kopf, dass ich die Domi gefragt hatte, ihr zwei herkommt und was ihr so macht. Und dann hat sie das so ein bisschen erklärt, so Smalltalk. Ja, hier, ich bin die und die und das ist die Pia und bla bla bla. Und ich erinnere mich, du hast eine Banane gegessen. Pia hat diese Banane ungefähr in 2 Sekunden eingeatmet. Wow. Die Details, wie sie sich erinnern. Richtig, ich erinnere mich sehr gut daran, ja. Weil es war einfach ein sehr lustiger Moment auch einfach. Und lustige Momente sind die schönsten Momente für mich im Leben. Ja. Ja. Und hab dann, also es war wie gesagt nur so ein ganz, ganz, ganz kurzer Smalltalk und hab den Domi nochmal gefragt, ja, und du so und wie, was, wo? Und Domi ganz schnappig nur mir von der Seite, ich bin mit Pia hier. Ich so, okay, alles klar. Darf ich diesen Begriff nennen? Nee, ich möchte nicht B, Sternchen, Sternchen, Sternchen. Ich nehme dir deine Perle schon nicht weg. So B. Bye. Nein, aber das ist großartig. Also ich dachte im ersten Moment tatsächlich, ihr seid ein Paar. Ja. Und ich hatte den Eindruck, als würde Domi das Gefühl haben, als würde ich mehr über dich fragen. Ah ja. Und sie dann hat sich direkt mal so verteidigt und ihr Revier sozusagen. Ja, das war der Einstieg. Das war ein großartiger Einstieg. Aber davon habe ich ja gar nichts erfahren. Du hast gar nichts davon erfahren. Das habe ich ja erst im Nachhinein erfahren. Richtig. Ich habe mir gedacht, als ich dich das erste Mal gesehen habe, mein Gott, die ist ganz schön laut. Also, ich weiß gar nicht, warum. Ja. Und ich habe mir gedacht, boah, die kommt rein und dann ist erstmal so... So, peng. In your face. Und sowas habe ich sonst immer von Leuten über mich gehört. Und dann habe ich das erste Mal mir so gedacht, ach so ist das. Okay. Wow. Also so viel, ne? So viel Präsenz und Energie, das war einfach abgefahren. Und dann, wie ist das denn eigentlich passiert? Dann haben wir uns irgendwann getroffen, meinen Geburtstag habe ich gefeiert, ne? Das war der 29., den wir am Strand in Pagera. Da waren ganz nur Mädels. Da waren nur die dabei, also von der Box. Und Melli war mit dabei und auch noch ein paar von der Animation. Ja. Ne? Also es war so, dass ich gesagt habe, meine Herzensmädels irgendwie zusammenbringen an einen schönen Ort. Und das war ja auch noch, war das Neumond, aber Vollmond, glaube ich sogar, ne? Ich glaube, es war Vollmond, ja. Und dann den Strand zelebriert haben. Ja, die Nacht vor meinem Geburtstag und abgefahren, ja. Das war ein geiles Ding. Ja, und dann haben wir uns regelmäßig einfach getroffen und festgestellt, dass das einfach noch viel mehr ist als nur Burpees und Bananen.
Hat sie nicht gesagt. Hat sie gesagt, Burpees und Bananen? Hat sie gesagt. Ja, es war wirklich. Also Bananen haben immer eine große Rolle gespielt in unserem Leben. Das war so schlecht. Ich weiß nicht, warum sie das jetzt sagt. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht, weil es nicht rausgeschnitten wird. Aber so ist es tatsächlich. Es macht keinen Sinn und deswegen ist es genau richtig. Ja, ja. Richtig. Und ansonsten, wir sind immer verbunden geblieben, egal wie, wo, was, ob hier auf Mallorca oder in der Weltgeschichte. Und Weltgeschichte ist auch so ein Thema, weil Sarah hat nämlich eine ganz, ganz spannende Geschichte. Ich erzähle mal so ein bisschen, du grätscht einfach rein und streust mal so ein paar Glitzerstreusel mit rein. Ne? Also, die junge Frau, mit der ich gerade spreche, auch wenn man es nicht hört und glauben mag, sie kommt aus der Eifel. Was? Richtig. Um genau zu sein, aus Bitburg. Bitburg, da wo das beste Bier herkommt. Da wo das beste Bier herkommt, sagt sie. Ich widerspreche. ist tatsächlich durch viele spannende Phasen ihres Lebens gegangen. Bevor sie auf Mallorca gelandet ist, war sie auch schon tätig in einem Tanzlokal. Sagt man das so? In einem Tanzlokal, wo die Leute etwas leicht bekleideter waren. Ja, in einem leicht bekleideten Tanzlokal in der Eifel. In der Eifel, in dem Szeneladen, den wir in Bitburg haben, wo alle Jugendlichen immer hingegangen sind. Gibt's den noch? Den gibt's leider nicht mehr. Okay, gut, dann kannst du auch sagen, wie es heißt. Kannst du auch sonst sagen, Tiddy, egal. Tiddy Club. Tiddy Club. Also 80% Amerikaner waren da, weil die Military Bases nah waren und die sich gefreut haben, dass dort leicht bekleidete Frauen waren und coole Bedienungen. Ja, und das warst du, ne? Unter anderem. Warst du oben ohne oder warst du die Bedienung? Also manchmal war ich ein bisschen weniger angezogen. Okay, also manchmal oben ohne und manchmal Bedienung. Nee, oben ohne nie. Nee. Okay. Also ich habe mitgespielt auf der Bühne, also die Mädels wussten ja auch, dass ich gewisse Vorlieben habe und die haben dann auch immer gefragt, ob ich gerne bei Shows mitmache. Und ich habe gesagt, ja, und ihr dürft mich ausziehen bis auf die Bikini, auf Bikini-Dress. Ja. Und das war dann auch völlig in Ordnung. Weil manchmal haben dann natürlich auch Kunden von mir an der Theke gesessen. Also am Wochenende habe ich dort bedient und unter der Woche habe ich meine Malerlehre gemacht. Und Ja, die Frau, mit der ich hier nämlich gerade spreche, ist auch Malermeisterin. Richtig. Ja. So Meister, so richtig Meister. So ein richtiger Meister. Deswegen hat sie auch diese Casita hier so schön gemacht. Und wenn ihr wüsstet, wie das hier vorher ausgesehen hat, ich habe es nur gehört und kann es mir vorstellen. Und jetzt ist das hier wirklich sein Prinzessinnen Casita-Line, das ist richtig schön, richtig wunderschön. Danke. Ja, also Aufträge, ne? Malerarbeiten, also wenn es mal richtig schön werden soll, wisst ihr jetzt, wen ihr, ja, nur mal so. Stitch. Ja, Stitch, kommt auch immer gerne mit. Stitch ist für alle, die es jetzt nicht sehen können, weil Sarah filmt tatsächlich gerade parallel, aber Stitch ist, kennt ihr Lilo und Stitch? Und das Tolle ist ja, dass durch alle meine Podcast-Folgen sich immer so ein Disney- und Zeichentrick-Ding tatsächlich durchzieht. Mhm. Also du kennst die anderen Folgen ja noch nicht, aber es ist ein Hammer. Und deswegen passt es auch, dass Stitch heute mit dabei ist, Lilo und Stitch. Lilo und Stitch, wenn du so an diese Geschichte denkst, was verbindest du damit? Meine Schwester. Deine Schwester. Ja, das ist unser gemeinsamer Lieblingsfilm. Warum? Weil wir den ungefähr schon 30.000 Mal gesehen haben. Nein, also wir haben wirklich, warum? Ja, weil Familie alles ist. Familie ist uns wichtig und wir haben den, als er rauskam, zusammen geschaut und haben den, es ist tatsächlich einfach unser gemeinsamer, es ist eine sehr schöne Erinnerung, die wir zusammen haben und es war immer sehr präsent, auch in unserer Schwesterlichkeit. Sagt man sowas überhaupt? Ach, wer sagt das? Ja, wir dürfen alle sagen, Schwesterlichkeit. Schwesterlichkeit. Ja, von der Schwesterlichkeit her. Von der Schwesterlichkeit her, ja. Und als meine Schwester dann nach Amerika gezogen ist, hat sie mir diesen Stitch geschenkt. Und also hat Stitch dann gesagt, ist ein Kuscheltier. Ist ein Kuscheltier, ja. Ich habe mit 33 Jahren ein Kuscheltier in meinem Bett liegen. Ja, ich glaube. Finden alle Frauen ziemlich sexy. Ja, und ich glaube, das haben auch ganz, ganz viele, oder? Jetzt mal von den Hörern. Ich bin mir ganz sicher, dass viele Stofftiere haben. Ja, also besonders war es halt auch einfach bei der Reise, wo wir, denke ich mal, gleich noch hinzukommen werden. Da kannst werden. Du gleich einfach einsteigen. Richtig, also bei der Reise Stitch dabei haben, um das abzuschließen. Meine Schwester hat ihn mir geschenkt und hat gesagt, dass sie möchte, dass sie bei mir bleibt. Und mit Stitch war dann sie als Teil, also sie musste mich oder
Mit dem Mann sind sie weggezogen, verlassen. Aber sie wollte, dass unsere persönliche Beziehung dadurch erhalten bleibt und sie mich nicht alleine lässt. Und deswegen ist er so wichtig für mich. Ach, wie schön. Und war überall und immer dabei. Ja, das stimmt. Ganz schön viel erlebt, ja. Ja, ja, Stitch war nämlich auf Reisen, weil nachdem Sarah hier auf der Insel dann war und auch als Malermeisterin gearbeitet hat und wir gemeinsam Sport gemacht haben und das Leben genossen haben, war dann irgendwann der Zeitpunkt da. Und das ist jetzt ganz spannend auch für alle, die zuhören, weil wir zwei sind wirklich so, wir lieben das Leben, wir genießen das Leben, wir leben das Leben und wir kreieren das Leben und nehmen es tatsächlich so, wie es kommt. Das ist eine Eigenschaft, die uns sehr verbindet, finde ich. Ja. Ja, das ist einfach, wir nehmen es, wie es kommt und machen was richtig Geiles draus, egal was es ist. Und Sarah hatte auch eine ganz krasse Erfahrung hier auf der Insel. Ja, und vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, was du so aus, wenn man sagt, aus Schweineohren Seidentücher machen. Ja, kennst du den Spruch? Nein. Okay, also aus Schweineohren Seidentücher machen heißt, du kriegst einen großen Haus mit Scheiße und daraus machst du was Schönes. Ja, da bin ich sehr gut drin, ja. Genau. Ja, es ist wirklich so. Und was ist da passiert? Also es ist passiert, dass ich mich tatsächlich und also ich bin nie im Leben viel gereist. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich einmal vor damals, also vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, dann mit meiner Ex-Freundin irgendwie 5 Tage in Paris war und super schön, aber immer sehr viel gearbeitet. Unter der Woche viel gearbeitet, am Wochenende viel gearbeitet. Und Mallorca, der Umzug nach Mallorca war für mich so das erste im Sinne von Urlaubsfeeling. Oder ich bin ja dann so an einen Ort gezogen, der für viele auch Urlaub bedeutet und hat mich, glaube ich, in dem Moment dann erstmal auch befriedigt, so in dem Sinne, das ist wunderschön. Ich muss jetzt nicht noch mehr reisen, richtig, weil ist ja schon schön. Ne? Also richtig. Du bist von Deutschland aus quasi mit deinem oder für deinen Malerbetrieb dann in die Dépendance nach Spanien. Ne? Genau, also ja. Durch die Arbeit bin ich nach Mallorca gekommen. Mhm. Habe auch nie irgendwie gesagt, ich möchte auswandern oder sowas. Also das ist genauso gekommen wie alles andere auch. Das war auf einmal dann da und dann habe ich das auf einmal einfach gemacht. Ja, nicht zu lange nachdenken, einfach machen. Ne? Einfach machen. Das bitte aufschreiben allerseits. Und nicht nur aufschreiben, sondern vielleicht auch selber mal machen. Und es war eigentlich auch immer so bei mir im Leben. Okay, Meister. Okay, alles klar. Stuttgart, beste Meisterschule. Willst du dahin? Stipendium? Ja, kann ich mir aussuchen. Okay, Stuttgart. Weggezogen von zu Hause. Einfach gemacht. Nie wirklich, wirklich nie großartig drüber nachgedacht. Und hier dann 4 Jahre für den Betrieb gearbeitet und mir wirklich den Arsch aufgerissen, auch lange Arbeitstage waren das. Wir haben von 6 bis abends um 10 manchmal im Büro gehockt und dann abends noch Sprachschule 3-mal die Woche gehabt. Also es war ein mega geiles, sehr lehrreiches Jahr. Mhm. Sehr viel gelernt, sehr viel durch den Betrieb auch erlebt, sehr viele tolle Menschen kennengelernt, die auch bis heute noch natürlich auch in meinem Netzwerk hier auf Mallorca sind. Ja. Und irgendwann kam dann der Moment, wo ich gesagt habe, okay, für wen mache ich das hier eigentlich? Also für wen reiße ich mir den Arzt auf? Und das habe ich mir dann öfter mal gesagt und also was heißt auch, also nicht so, aber es kam so Pocker Pocker, also es kam wirklich so langsam hat sich das mehr und Pocker, mehr. Pocker heißt übrigens Stück für Stück. Ja. Ja, das ist Pocker. Kam es immer mehr und wurde immer präsenter auch in meinem Kopf und dann kam eine Thailand-Reise zu, wo die liebe Domi mich dazu gefragt, sie hat einfach gesagt, möchtest du mitkommen? Das war auch tatsächlich auch genau das gleiche wie mit dem Love to Dance Camp. Du hast sie gefragt, ich habe eine Karte übrig, ich habe übrigens noch 2 Fragen. Wer ist verrückt genug, um da einfach direkt mal, ohne zu wissen, was es ist, ich möchte mitkommen, zu sagen, Lexi. Okay, das war dann auch noch. Das Love to Dance Camp ist eins der größten Tanz- und Fitnessfestivals in Deutschland, für alle, die das noch nicht kennen. Da bin ich seit über 5 Jahren immer als Trainerin mit dabei gewesen, sind 1.500 Leute, die da an einem verlängerten Wochenende zusammenkommen und ganz, ganz tolle Dinge tun, tanzen, Sport machen, feiern. Und da war ich in der Organisation, um meine Soul-Sister Nana, die das Ganze ins Leben gerufen hat, mit ihrer Mom zu unterstützen, weil sie gerade ein Kind bekommen hat. Und habe natürlich auch gefragt, ob jemand Lust hat mitzukommen, weil das ist einfach ein tolles Event und eben
Domi, Freundin von Sarah und von mir damals, ist mitgekommen und hat gesagt, sie hat noch ein Ticket. Wie rum war das? Du hättest noch zwei Tickets. Ah, ich habe gesagt, ihr habt beide überlegt, wer ist verrückt genug, da einfach mitzukommen. Genau, wer ist verrückt genug, einfach mitzukommen. Und Sarah hat ja damals schon auch auf Mallorca gelebt. Und wir waren jetzt auch noch nicht so, ne? Oder waren wir da schon? Nee, also, noch gar nicht. Also wir hatten noch, wir kannten uns durch die Box, aber wir haben nicht wirklich viel Zeit miteinander verbracht. Genau. Da. Und dann war aber eben total spontan einfach so, sich eigentlich gar nicht richtig kennen, das Event nicht kennen. Aber egal, hey, alles klar. Klar, bin ich am Start. Super. Ja, genau. Und so war das dann auch. Spanien. Wo waren wir vorher stehen geblieben? Warum der Arzt sich den Arsch aufreißt. Ja, richtig, ganz genau. Wofür mache ich das eigentlich? Dann kam die Thailand-Reise. So, die Thailand-Reise kam spontan. Das waren 10 Tage in Thailand. Und ich so, boah, krass, geil. 10 Tage in Thailand. Alle mich so gefragt, wieso nach Thailand? Du reist nach Thailand nur 10 Tage? Und ich mir so, hä? Warum nur? Ja. Es ist doch wunderschön. Wie, also ich freue mich mega. 10 Tage. Ah, ja. So, somit die längste Reise, ja, die ich mal gemacht habe. Und da habe ich dann Blut geleckt. Also das war dann wirklich so, okay, ich war mal länger in einem anderen Land und habe mal eine andere Kultur kennengelernt und habe einfach schon, war überwältigt von dem, was ich alleine von dieser Zeit für mich persönlich mitgenommen habe. Was war eins der Dinge, die du da für dich mitgenommen hast, wenn du jetzt zurückguckst und sagst, was war ein so ein Ding, wenn du so ein so ein, was habe ich gelernt, was habe ich für mich da neu erfahren, was war... Hast du da irgendwas mitgenommen? Die Dankbarkeit von den Menschen. Und deswegen habe ich es ja auch, das habe ich dann auch als Tätowierung mitgenommen. Kapunka oder Kapkun, wie es dort gesagt wird. Alleine zu sehen, wie dankbar die, also die sind ja teilweise in Restaurants oder in Geschäften mit 10 Leuten für dann 2 Leute zu pleasen, also für einfach für die da zu sein und für denen den besten Service zu geben, den die geben können. Ja. Und die sind für so viele Sachen dankbar. Also das ist das große Takeaway, was ich davon, also von Thailand, für mich von dieser Reise mitgenommen habe. Schön. Und ich war bis dato auch, also denken wir ja, glaube ich, oft auch, dass wir in einem gewissen Stadion schon sind. Oder ich bin davon ausgegangen, ich bin schon ein sehr dankbarer Mensch. Ja. Ich freue mich schon sehr über Kleinigkeiten. Mhm. Ich bin schon sehr bewusst in meinem Leben. Und jetzt weiß ich einfach, dass es da einfach erstmal angefangen hat. Da ging es eigentlich los. Ja, wie cool, oder? Und da danke fürs Teilen und da wirklich offen zu sein dafür, dass es immer noch anders sein und werden kann. Und dass nur, weil jetzt gerade irgendwas so ist, es nicht heißt, dass das für immer so sein muss oder dass du schon angekommen bist. Ne? Richtig, ja. Immer im Blick zu haben, dass das nicht das Ende der Fahnenstange ist, dass es immer noch weitergeht. Entwicklung hört niemals auf. Hört nicht auf. Deswegen ist es ja Entwicklung. Es geht ja immer weiter. Dieses nicht ankommen müssen, weil das läuft so nicht. Das läuft so nicht, richtig. Das ist einfach. Läuft so nicht. Also geht immer weiter. Ja, es geht immer weiter und dann sich dafür zu entscheiden, das eben mit bewundernden Augen neugierig und offen einfach zu betrachten, ne? Statt irgendwie Angst oder Sorgen zu haben. Oder eben festgefahren in seinen Mustern zu sein. Ne? Immer zu sagen, das ist so, das war schon immer so. Das ist einfach auch das Kindliche. Ja. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was uns sehr verbindet. Das könnte sein. Also diese kindliche, wie du gerade auch schon gesagt hast, Neugier. Neugier aufs Leben und vieles aus Kindesaugen vielleicht noch betrachten. Und das ist auch was, was viele vielleicht verlieren. Ja. Beim Aufwachsen oder beim Älterwerden und beim Ich habe einen super schönen Leben Post passiert. Gesehen gestern und den fand ich so großartig. Das ist ein Bild, wo eine Frau und ein Mann, es könnte auch Frau und Frau oder Mann und Mann sein, das T-Shirt hochziehen, so bis unter die Brust, sich die Zunge gegenseitig rausstrecken und den Bauch und sich quasi so gegenseitig den Bauch entgegenstrecken. Ja. Und dann steht da drüber sinngemäß auf Englisch, dass viele Menschen im Leben nach jemandem suchen, mit dem sie alt werden wollen. Ja. Aber eigentlich suchen wir alle nach jemandem, mit dem wir Kind sein können oder mit dem wir Kind bleiben können. Das ist schön. Das ist schön. Oder? Ja. Ja, habe ich auch. Könnte ich schon wieder heulen. Ja. Ist so schön. Genau, und so sehe ich das eben auch. Ne? Ja. Das ist so die wahre, für mich so wahre Liebe. Mhm. Ja. Hm. Schön. Schön. Ja, können wir jetzt auch eigentlich aufhören. Ne? Ja, das war's jetzt. Tschüss. So.
Ja, geil. Genau, und ja, und dann hat sie also sich überlegt, jetzt für wen reiße ich mir eigentlich den Arsch auf? Und dann kam auch noch Thailand. Und dann war, wie ist dann eigentlich... Was für ein Wunderschön. Also das kannst du wirklich gut, ne, diese Übergänge. Zusammenfassen. Also, das ist der Wahnsinn. Was soll das? Also ja. Dieser Podcast, der wird einfach... Ein Hammer. Ich freue mich so sehr auf diese ganzen Folgen. Ein Stück Holz mit Metall vorne dran. Mhm. Was? Ein Hammer. Sag mir nicht, du kannst den noch nicht. Du bist Handwerkerin. Ein Hammer, ein Stück Holz mit Metall vorne dran. Ja, wo wir wieder bei den... Du bist Handwerkerin, du weißt doch, wie das geht. Und du bist, oder du bist und doch... Du bist doch das und das. Du weißt doch genau... Nö. Ja. Weiß ich eben nicht. Und ist mir auch egal. Ja, und auch da, geiles Thema, ne? Du bist... Ne, ich auch gerade. Ich bin ja auch davor nicht gefeit. Ne? Einfach mal so einfach labern und dann laberst du eigentlich? Und dann kommen solche Sachen raus. Ne? Mhm. Du bist doch so und so oder die ist ja so und so. Ne? Und du müsstest ja das und das eigentlich können oder wissen. Genau, wer sagt das? Und wer bin ich denn eigentlich? Ne? Wer bin ich? Wer bin ich eigentlich? Dass ich sage, das musst du doch wissen. Ja. Ne? Ja. Was maße ich mir denn an? Ich habe doch keine Ahnung, was du für Erfahrungen hast. Richtig. Das heißt, statt das anzumaßen, vielleicht einfach zu fragen, sag mal, kennst du eigentlich den Spruch, das ist ein Hammer, also ein Stück Holz mit Metall vorne drin? Ja? Jetzt ja. Richtig. Jetzt ja. Und nicht pauschal davon auszugehen. Danke, dass ich das jetzt weiß. Gern geschehen. Mhm. Und du darfst ihn gern verwenden, ist kein Patent drauf. Ja. So. Ja. Weltreise. Ja, ich habe mir, also es ist eigentlich ganz einfach. Also was heißt ganz einfach? Also kamen auch viele andere Sachen dazwischen. Ja. Schmeiß mal einfach rein hier. Ich schmeiß rein. Also ich hatte mich entschieden für die Weltreise und ich bin ein sehr, sehr offener und sehr, sehr bedachter Mensch, auch wie manche Dinge für andere sein könnten und werden und was auch immer. Vielleicht auch manchmal ein bisschen zu viel. Da bin ich auch noch sehr, sehr groß am Lernen dran. Ich hatte mich Anfang des Jahres dann für die Weltreise entschieden. Das war 2018. Ja, genau das. 18. Ich glaube, es war 18. War es 18? Ja, war das letzte, war die letzte Saison. 2018. Ja. Ich hatte den Gedanken, ich möchte reisen und eine Woche drauf habe ich schon meinem Arbeitgeber gesagt, ich werde reisen. Mein Arbeitgeber darauf hat nicht so schön reagiert, weil sie natürlich auch, ich war sehr, sehr eingebunden, ich hatte meine eigene Arbeitsgruppe, ich hatte 6 Mitarbeiter, sehr viel Verantwortung getragen und ich war schon sehr, sehr angebracht in diesem Betrieb, sagen wir mal so. Also ich hatte, wichtig. Ja, klar. War wichtig, richtig. Und das war halt schon auch so ein Holz mit Metall dran, Schlag ins Gesicht. Mhm. aber gut, das ist jeder Arbeitgeber kann damit rechnen, dass jemand auch einfach mal sagt, okay, ich bin jetzt mal weg. Die Idee anfangs war dann auch, okay, willst du vielleicht einfach nur ein Jahr aussetzen oder so und dann wiederkommen? Wie gesagt, nee. Ich möchte los, ich möchte erleben, ohne irgendwas im Hintergrund oder im Hintergedanken zu haben, dass ich dann und dann wieder zurück sein will. Ich wollte einfach nur reisen, minimalistisch und gucken, wo ich bleibe, sozusagen. Und dann habe ich mich dafür entschieden, das mit meinem Familienbesuch zu Weihnachten in Amerika, ne? In Amerika danach zu beginnen. Das heißt, ich hätte gerne in der Firma dann natürlich auch noch ausgebildet. Ja, also für meine Position dann meine Junioren ausgebildet und die Arbeiter auch ein bisschen darauf vorbereitet, dann auch mehr allein und eigenständig zu arbeiten. Ja, war da nicht. Ja, Monat später wurde ich dann rausgeschmissen. Also das war ziemlich hart, auch mit Finanzplan im Sinne von für die Reise auch zu sparen. Die ich mir dann vorgenommen hatte. Und die meisten und viele haben dann gesagt, warum hast du deinem Arbeitgeber überhaupt irgendwas gesagt und wieso bist du nicht einfach da geblieben? Und ja, das wäre aber nicht ich gewesen. Genau, weil du also einfach ein offener, ehrlicher, authentischer, euphorischer Mensch bist. Richtig, so. Das waren 4 ganz schöne, schöne Schlagwörter. Wenn ich das so sagen darf, weil ja, ich ja schon wieder so ein Bist. Ja, ne? Ja, okay. Nein, es ist einfach so und ich würde es auch immer wieder genauso machen. Mit dem Wissen, weil das Leben und das Universum genau das einfach mit mir vorhatte, weil ich dadurch
durch diese erste Erfahrung einmal gefeuert zu werden, ja, mit dem Gedanken, boah, ich habe mir 4 Jahre wirklich den Arsch aufgerissen für diese Firma und jetzt einfach bumm, knall, bumm, raus. Es waren wie eine Familie auch einfach und es war halt auch, ja, es war erstmal, es war krass, ja, in dem Moment. Und dann die Erfahrung, okay, ich werde gefeuert. Oder in dem Moment, mir wird der Kündigungsvertrag hingeschoben und ich erstmal 5 Minuten lang so, boah, krass, was passiert hier eigentlich gerade? Bin ich gerade im Film oder was hier? Ich gehe dann also aus dieser Tür raus, habe gesagt, ich brauche Bedenkzeit, ich brauche eine Anwältin und so weiter und so fort. Habe mich aber auch relativ seriös und professionell verhalten, habe gesagt, okay, ich muss jetzt erstmal darüber nachdenken, was hier gerade passiert ist. Ich brauche erstmal ein paar Stunden Zeit, ich sage euch nachher Bescheid. Ja. Bin aber auch, wie du gerade gesagt hast, mit jedem Scheißhaufen. Ich bin dann raus. Ich kann mich sehr gut dran erinnern. Ich habe mir eine Freundin geschnappt und bin dann erstmal ins Café. Wir haben uns hingesetzt und haben dann erstmal drüber gesprochen, was eigentlich gerade passiert ist und habe dann direkt, aber auch schon wieder eine Viertelstunde später oder 20 Minuten später, wo das passiert, gedacht so, geil. Was kann ich jetzt alles machen? Also so dieser Switch von oh mein Gott, was passiert mir hier eigentlich gerade? Oh mein Gott, was passiert mir gerade zu oh mein Gott, was kann ich was eigentlich was für Möglichkeiten ja. habe ich gerade eigentlich wow. bekommen? Was wurde mir gerade einfach geschenkt und wie geil ist es einfach nur? Ja, ich erinnere mich nämlich auch, wir haben an dem Tag auch kommuniziert und du hast mich angerufen. Ja. Also als wir in diesem Café gesessen haben, hast du mich angerufen, weil ich dir das geschrieben hatte. Du warst mit die erste Person, der ich dann auch so, ich wurde gerade gefeuert. So in Trance, so noch ein bisschen. Und dann hast du, glaube ich, angerufen und so, ja, eigentlich es ist geil. Es ist gut. Was passiert? Es ist gut. Ja, und wie krass, also jetzt mal wirklich für uns beide ist das so ein total geiles Ding und wir machen das einfach, ne, und wir schaffen das so zu switchen, aber ich glaube für ganz, ganz viele ist das jetzt so ein krasses Ding, ne, also ist das schon auch das ist schon eine Hausnummer, ne, also in der Lage zu sein, aus einem höchst, so völlig neue Situation, schmerzhaft, enttäuschend, da wieder alleine sich an seinen eigenen Haaren innerhalb von kürzester Zeit wieder rauszuziehen und eben diese Chance darin zu sehen. Ne? Ich denke, wir leben ja jetzt gerade auch in einer Zeit, in der du die Möglichkeit hast, eben in großes Leid und großen Schmerz zu treten oder eben dich selbst an deinen Haaren zu fassen und zu sagen, okay, Moment, was kann ich denn jetzt tun? Was steht in meiner Macht? Was kann ich tun? Ne? Und was gibt es für Möglichkeiten? Mhm. Und das vielleicht auch als Takeaway zum Mitnehmen für euch. Zum Mitnehmen, einmal alles zum Mitnehmen. Einmal bitte in die Tüte reintun. Große Dankbarkeit, ne? Das war Learning von Thailand. Dann Achtung mit du bist so und so und du bist so und so. Ne? Leute in der Schublade reinstecken. Und dann haben wir jetzt noch der Switch, das Umschalten von aus Schweineohren Seidentücher machen. Das Leben schenkt dir Zitronen, ne? Und du machst eine schöne Limo drauf. Tequila. Ich sag Limo, sie sagt Tequila. Die keinen Alkohol getrunken hat für ein Jahr. Wollte gerade sagen. Sie hat auch ein Jahr lang keinen Alkohol getrunken. Ja, einfach mal spontan entschieden. Sie hat sich auch die Haare abrasiert. Einfach so, eigentlich sollte ich das machen. Ich bin froh, dass ich das nicht machen musste. Ja. Sie hatte nämlich wundervolle Haare, volles Haar. Ja, überschulterlang. Und am Anfang der Weltreise, als es losgehen sollte, also ihrer Reise durch die Welt, sollte ich sie einfach abrasieren. Ja, aber guck doch mal, wie schön sie jetzt wieder sind. Ja, ist auch großartig. Sie sind auch viel schöner. Und das war ja auch total toll, dass du das gemacht hast. Ne? Also riesen, aber auch so ein Ding. Ne? Wer, schön. Ja. Wer, danke. Falls ihr es nicht gesehen habt, ich durfte gerade mal die Haare anfassen. Sehr schön. Achtung, Mikrofon. Oh, Entschuldigung. Ja, also ihre Mutter hat ihr dann am Anfang der Reise die Haare abrasiert. Das heißt also, du bist auch mit einem kahlen Kopf quasi losgestartet. Ja. Was war das denn eigentlich für dich? Ich meine, das sah doch bestimmt auch für einige aus, oh mein Gott, vielleicht hat sie ihre Haare verloren, vielleicht ist das eine Krankheit oder, ne? Und du bist ja auch minimalistisch gereist, das heißt, du hattest jetzt auch nicht, und du legst ja auch nicht so viel Wert auf jetzt High-Class-Klamotten und möglichst viel und jeden Tag was anderes. Das heißt also, das war...
Wie war das, die Reaktion von den Leuten? Also die, also zum Minimalistischen, also ich habe vor der Reise und meine ganzen Sachen, die ich dann verlasse, ich habe alles verschenkt. Ich hatte 30 Kleider, ich hatte 20 Paar High Heels, ich hatte so viele Chucks, also ich glaube auch 25 Paar verschiedene Chucks und habe dann mir von jedem sozusagen so 2, 3 ausgesucht, was ich dann noch behalten wollte und alles andere habe ich verschenkt. Also alles, also Fernseher hatte ich sowieso lange nicht mehr, den habe ich schon vor langer Zeit verschenkt gehabt. Also so Sachen, die einfach selbstverständlich sind und ich meine, du siehst, was ich jetzt habe und es ist immer noch wunderschön, das ist alles noch von der Reise. Du bist los mit einem Rucksack, oder? Ich bin los mit dem Rucksack. Also ich hatte am Ende von all dem, was ich jemals in meinem Leben besessen habe, einen Koffer. Da hat alles reingepasst und diesen Koffer habe ich bei meiner Mutter gelassen in Virginia und aus diesem Koffer habe ich mir dann Teile rausgesucht, die ich in meinen 28-Liter-Backpack 28-Liter-Backpack gepackt habe und den habe ich dann mit auf Weltreise genommen. Ja, meine Damen und Herren, könnt ihr euch mal ausrechnen, wie viel so ein 28-Liter-Backpack ist? Also es ist auf jeden Fall Handgepäck gewesen. Also Handgepäck. Es war mir sehr wichtig, dass ich nur mit Handgepäck reise und nicht irgendwie Koffer, erstens wegen Kosten, ja. Da sind die Tickets natürlich teurer. Und ich wollte halt auch so kostengünstig wie möglich versuchen zu reisen. Ja. Ja, und da ich von den ganzen materiellen Dingen gehen gelassen habe, habe ich dann auch von Haaren so, okay. Also eigentlich kam es dann, es kam nur dazu, weil ich einen Gedanken hatte. Und wenn ich manchmal einen Gedanken habe, dann kommt es dann zu was ganz Großartigem. Mhm. Ich habe gedacht, okay, ich mache jetzt diese Reise. Was ist etwas, was ich gerne für diese Reise machen würde zum Start, was ich noch niemals hätte machen wollen oder wo ich immer gedacht habe, so, oh mein Gott, nee, oder ist halt, nee, würde ich nicht. Also okay, mit einem Mann schlafen, das war zu einfach. Und das Zweite wäre dann gewesen, oder war, ich kann mir einfach die Haare abrasieren. Und tatsächlich muss ich dazu sagen, ich hatte noch nie kurze Haare. Ich hatte immer überschulterlange Haare und das war auch tatsächlich etwas, was ich immer an Frauen. Hand weg vom Mikrofon. Entschuldigung. Immer an Frauen sehr geliebt habe. Also ich selber an anderen Frauen und auch an mir geliebt, weil die Haare. Also die ist halt einfach. Die Haare. Das ist einfach, das ist ein Zeichen für Weiblichkeit. Das ist ein Zeichen für. Es ist einfach so. Wir können sie jetzt nicht sehen, aber es ist wunderschön, was sie gerade tut. Wer Bülent Ceylan kennt, der. Bülent! Schöne Grüße gehen raus an Karolinsche! Karolinsche! Ja. Immer was ich sehr geliebt habe an Frauen. Immer was ich sehr an mir geliebt habe. Meine Haare. So. Und dann zack, Haare ab. Zack, Haare ab. Und das hast du auch auf YouTube, auf deinem Channel nämlich. Richtig. Dokumentiert. Auf dem einen Channel habe ich es dokumentiert. Du hast einen YouTube-Channel gestartet. Ja. Und du hattest vorher keine Videoerfahrung, richtig? Du hast es dir einfach selbst beigebracht. Nö, ich habe mir eine Kamera, also ich habe einen guten Fotografenfreund, den Jean-Paul Assandri, Christian, hallo. Ja, schaut aus, den werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Der hat nämlich auch schon tolle Fotos von mir gemacht und wird auch in meinem Buch Aloha allerseits in einem Kapitel erwähnt. Richtig. Mhm. Yay. Und ihn habe ich gefragt. Er ist, hat langjährige Erfahrung und ist sehr, sehr toller Fotograf, unter anderem. Was würde er mir empfehlen? Ich als Fotografen-Neuling oder vorher immer halt Handyfotos gemacht oder nie eine Kamera gehabt, auf so eine Reise mitzunehmen. Und er hat gesagt, jeder, der ein Auge und für sowas hat und kreativ ist, kann mit dem schlechtesten iPhone oder mit der schlechtesten Kamera einen der geilsten Shots machen. Ja. Da habe ich zu ihm gesagt, okay, ich bin minimalistisch unterwegs, GoPro. Was hältst du davon? Er so, ja, geil. Macht geile Fotos. Kannst ein bisschen filmen mit. So, ja, das habe ich sowieso vor. Ein bisschen filmen. Und ja, das war der Start von meiner Videografenkarriere. Ja, und das auch, ne? Schon wieder. So ein ganzes Ding. Einfach gewollt und einfach gemacht. Ja. Einfach gemacht. Einfach angefangen. Ne? So. Auf der Weltreise möchte ich dazu sagen, dass ich habe auf der Reise angefangen zu filmen und Fotos zu machen. Und irgendwann habe ich festgestellt, okay, ich möchte die Reise aber anders erleben. Deswegen viele fragen, oh, wo ist denn dein Travel-Blog und was hast du alles so unterwegs gemacht? Ich so, ja, nix oder nicht viel. Nee, also es war so eine Anfangsidee. Und dann habe ich festgestellt, während der Reise es macht mir keinen Spaß, ständig und immer alles zu dokumentieren und ständig und immer alles irgendwie dann doch dann schnell schneiden zu wollen, dass ich irgendwie hochlade. Dann habe ich es einfach gelassen.
Großartig. Ja. Und auch das wieder so ein Ding. Einfach spontan den Plan ändern, Richtung ändern. Pläne sind da, um neue zu machen. Richtig, so, ne? Ja. Ein Plan ist kein Manifest. Das kann eben, du kannst dir immer schön einen Plan machen, aber kannst halt auch lassen. Ich kann es auch einfach lassen. So. Also ich habe dann und das ist nicht schlimm, diesen Weg eben zu verlassen. Ne? Du bist deswegen nicht gekreuzigt worden, die Leute haben dir deswegen nicht die Freundschaft gekündigt oder irgendwas, ja, sondern, ja, aber davor haben ja viele Angst. Viele haben ja Angst davor, von einer Entscheidung abzuweichen, einfach, weil was denken dann die anderen von mir? Richtig, ja. So, ja. Und das, dieses Gen ist ja Gott sei Dank an dir vorbeigegangen, ne? Was denken das die anderen von mir? Das ist komplett an mir vorbei. Also das war eigentlich noch nie wirklich präsent. Und das bin ich auch sehr stolz drauf. Ja, und wie schön, dass du die Reise eben dann für dich so erleben konntest. Und ja, also ich kann jeden wirklich nur ermutigen, der diesen Podcast hört, dass es ist so befreiend und so wunderschön, die Dinge einfach zu machen und mal für einen Moment einfach mutig zu sein und auszublenden, was könnte mir eigentlich passieren, ne? Weil wir eben alle so viel in der Vergangenheit oder in der Zukunft leben, mit Ängsten vor dem, was kommt oder Sorgen über das, was war, dass wir vergessen, dass wir jetzt hier sind. Jetzt hier sind. Sei jetzt hier. Sollen wir es nochmal zusammen sagen? Ja. Sei jetzt hier. Schön. Tüte auf. Tschüss. Satz rein. Tüte zu. Schon wieder Ende des Podcasts. Wundervoll. Ja, so schnell vergeht die Zeit. Meine Güte. Also wir könnten auch noch 3 Stunden weiter quatschen. Also tatsächlich, also, vielleicht ist das Part 1, weißt du? Vielleicht ist das ja einfach, also, ne? So, das finde ich schon exorbitant. Also, Sarah ist inzwischen eine sehr, sehr glückliche und erfolgreiche, kreative Wild Creatorin. Ja, also wenn ich das mal so sagen darf. Wild passt halt einfach. Ja, deswegen ganz, ist es ja, ganz wild und wundervoll. Wenn ihr Lust habt, dann zieht's euch rein. Ja, die Frau hat aus der Quarantäne hier von Mallorca, aus dem Lockdown, Videos gedreht auf ihrem YouTube-Channel. Der heißt? Der, wo die sind. Ich dachte, es gibt ja bald den neuen. Okay, gut. Also erstmal den, auf dem die tollen Quarantäne-Videos drauf sind. Sarah Lexen aka, also AKA. Sarah Lexen AKA. Ja, ich werde auch das in den Shownotes hier drunter verlinken. Da findet ihr diese ultra unglaublich witzigen YouTube Videos aus der Quarantäne, die sie gedreht hat, zieht's euch rein. Da sind noch ein paar andere Sachen mit dabei, ne? Unter anderem glaube ich auch, du hast ja, also nicht glaube ich, weiß ich ja, Sarah hat auch einige von meinen Trailern gedreht. Also sie war auf Malta, auf meiner Victorious Visions Reise mit dabei. Das waren so tatsächlich auch die ersten Sachen, die ich so dann mit Herz und wo ich auch gemerkt habe, so boah, das macht mir so einen Spaß, diese Bilder und diese Musik und das alles so ineinander zu schneiden und ja. Ja, und dass du dafür eben keinen Universitätsabschluss brauchst, sondern einfach nur das Interesse, den Bock drauf, ne? Du hast Bock drauf, das kennenzulernen und dann setzt dich einfach auf deinen Hintern, guckst dir halt Tutorials an, redest mit Leuten darüber, was die dir empfehlen würden, ne? Machst dich auf für alle Möglichkeiten und daraus entstanden dann solche tollen Sachen, unter anderem auch der Trailer Leben ist Bewegung auf meinem YouTube-Channel. Victorious Visions, das ist inzwischen der Trailer. Also wenn jemand den aufmacht, dann kriegt der den Trailer von dir. War auch eins von meinen Lieblingsvideos bis jetzt. Ja. Das ist sehr schön. Vor allem, wie es auch entstanden ist. Das war auch schon wieder geil. Durch Berlin. Genau, wir waren eine Stunde in Berlin unterwegs. Und eine Stunde, richtig. Es war nur eine Stunde. Ja. Und daraus ist dieses Video entstanden. Ja. Und ich habe dir am Tag vorher, glaube ich, ne, oder so, habe ich das per Telefon aufgenommen einfach mit meiner Sprachmemo-App, ne, den Text dazu. Richtig. Und dann hast du das gebastelt. Ja, also so viele Dinge, die einfach großartig passieren. YouTube-Channel. Aktuell Sarah Lexen aka, aber es gibt da was Neues. Also auf dem Alten war ich halt nicht wirklich viel aktiv. Also in der Quarantänezeit ist mehr da passiert. Und durch die Quarantänezeit ist dann wirklich auch, habe ich selber mir committed, dass ich dann jetzt mit einem neuen Channel ein bisschen mehr Kontinuität. Kontinuität? Kannst du mir mal gerade auf den Hintergrund. Kontinuität. Kontinuität. Ja, so wie Authentizität was. Dazu später. Ich möchte
mindestens mal ein halbes Jahr jetzt mal das durchziehen, wöchentlich ein Video zu posten, um in die Produktion zu kommen. Habt ihr das gehört? Ihr seid jetzt alle Zeugen. Ne? Das heißt also, wenn sie nicht jede Woche postet, dann dürfte sie auf Sarah Lexne aka auch auf Instagram, ne? Richtig, auf Instagram. Dürfte sie super gerne adden und ihr auch eine Erinnerung schicken und sagen, Sarah, wo ist das nächste Video? Die Woche ist vorbei. Nein, ja. es wird jeden Donnerstag um 20 Uhr die neue Folge geben. Sind das die Ersten, die das jetzt hören offiziell? Ja. Meine Hörer? Ja, Juli 2020, der Start in Juli 2020, ich weiß noch nicht genau wann. Aber Donnerstag, wahrscheinlich der letzte Donnerstag, ja, im Juli 2020. Der letzte Donnerstag? Oh mein Gott. Ich überlege gerade, wann unsere Folge veröffentlicht wird, ob das zufällig auch genau auf denselben Tag fällt. Egal. Also, ihr werdet es auf jeden Fall hören. Richtig. Darfst du schon verraten irgendwas darüber oder noch nicht? Doch, klar, natürlich. Der Channel heißt Livin la Vida Lorca. Also, Livin la Vida Lorca! Also, es wird ein ganz fröhlich verrückter Mix aus Bauer sucht Frau und Oh nein, bitte nicht. Ah, nein, don't do it. Und gut, sie hat's gesagt. Sie hat's gesagt. Okay, keine Werbung. Nein, auf gar keinen Fall. Ja. Ist schon okay, du bist nicht die Einzige. Ja. Also, ich möchte dafür kein Geld, ja? Selbst wenn RTL jetzt hier einschaltet, ich möchte dafür kein Geld haben, ja? Bitte lasst mich damit in Ruhe. Es ist eine ganz einfache und ganz schöne Kombination. Es wird immer eine Geschichte eines Menschen, der auf Mallorca lebt, geben. Oder vielleicht mal gelebt hat. Vielleicht ist Pia ja auch mal dabei. Mit dem Lieblingsort oder einem ihrer oder seiner Lieblingsorte auf der Insel geben. Und diese Kombination zusammen mit authentischer Verrücktheit. Und es wird viel von Mallorca zu sehen geben. Also wer die Insel näher kennenlernen möchte und sehen möchte und die schönen Orte, ist auf jeden Fall da richtig. Und natürlich auch eine Geschichte des Menschen. Also das finde ich ganz schön, dass ich das miteinander dann kombinieren kann. Das ist ganz wundervoll. Und da freue ich mich sehr drauf. Auf allen Ebenen. Und es gibt auch noch eine Überraschung. Das ist aber dann wirklich in den Videos eine Überraschung. Es wird nämlich einen besonderen Auftritt in jeder Folge da geben. Oh. Mhm. Ist das jetzt für mich auch eine Überraschung? Das ist auch für dich eine Überraschung. Oh, das ist aber sehr überraschend. Du wirst niemals erfahren, bevor die Folge nicht rauskommt. Okay, alles klar. Dann ist das so. Und in diesem Sinne, ich glaube, ihr konntet schon mal so einen kleinen Eindruck bekommen jetzt, warum Sarah für mich so ein unglaublicher Herzensmensch ist und warum jeder so jemanden wie dich in seinem Leben bräuchte. Ich bin gerade rot. Ja, und ich muss weinen. Wie schön. Oh. Ja. Der war auf die Backe. Wir haben es auf Video. Folgt ihr auf jeden Fall auf Instagram Sarah Lexen aka. Ich packe das in die Shownotes. Ihr findet auch darunter ihren YouTube-Channel und auch den neuen Livin La Vida Lorca. Auch das wird hier natürlich verlinkt. Schreibt ihr, wenn euch das gefallen hat, diese Folge hier. Wenn ihr mehr wollt, wollt ihr eine Zugabe? Zugabe. Otra. Also, wenn ihr mehr davon möchtet, dann lasst es uns wissen, schickt uns Nachrichten auf allen möglichen Kanälen, empfehlt diese Folge, teilt sie mit euren Freunden auf jeden Fall, wenn ihr das Gefühl habt, hier ist eine Menge Liebe und heitere Gelassenheit für euch mit drin, dann freuen wir uns super, super doll über eure Empfehlungen bei iTunes und natürlich auch eure Liebe, eure Geschichten dazu. Vielleicht fällt euch ja auch was Schönes ein. Genau. Was haben Reisen für euch bedeutet? Was ist heitere Gelassenheit? Danke, dass ich dabei bin. Alle möchten sich gerne aufs Herz fassen, aber da ist das Mikrofon. Ja. Geht auch vors Herz. Ja, genau. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Weiterhin ganz viel Freude und vielen Dank, dass wir beide auf meiner Matratze gesessen haben. Ja. Dass du da warst. Sehr gerne, Minnesota. Wenn ihr das hier hört und ihr euch jetzt fragt, warum sie Minnesota und ich Torben, dann schreibt uns doch. Richtig. Fragt uns doch einfach mal, warum. Ja. Und in diesem Sinne, tschüss, aus. Ab in die Rinne. Und wir gehen jetzt frühstücken. Wohin wir gehen, das verraten wir euch. Vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht. Tschüss. Tschüss.